Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, die ihr hier seid und auch die, die zu Hause sind und von zu Hause aus zuschauen, zuhören. Willkommen, liebe Gäste, die ihr vielleicht zum ersten Mal hier seid. Herzlich willkommen. Wir lesen gemeinsam durch die Bibel Gottes Wort. Und bevor wir aber jetzt in den Text gehen, möchte ich an eine Sache erinnern, die wir vor einigen Wochen als Gemeindeleitung euch ans Herz gelegt haben. Ähm, einfach nochmal die Erinnerung und Ermutigung dazu: Wenn ihr ähm, ja einfach etwas mit Gott erfahren habt, erlebt, wenn ihr Gottes Wirken in eurem Leben erfahren habt, wenn ihr Gottes Eingreifen, Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit erfahren habt, teilt das doch bitte mit uns, ähm, wendet an uns, an äh, euch, an uns Älteste, dass ähm, wir dann einfach ähm, das vorbereiten zusammen, dass ihr dann hier mal nach vorne kommt und davon erzählt, was Gott in eurem Leben getan hat. Ich musste so an Psalm 22 denken, wo David sagt in Vers 23, verkünden will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. David hat sich das vorgenommen, nicht nur in seinem stillen Kämmerlein Gott Danke zu sagen, für sein wunderbares Eingreifen in seinem Leben, sondern ihm war es wichtig, dass die ganze Gemeinde hört, davon weiß, was Gott getan hat in seinem Leben. Dass alle davon ermutigt, inspiriert werden. Und es war etwas, wozu der Heilige Geist ihn geführt und gedrängt hat. Diese Worte sind durch den Heiligen Geist eingegeben. Und wenn ihr überlegt, wenn ihr denkt, so, boah, ja, eigentlich würde ich gerne mal was, ich habe was auf dem Herzen, betet doch dafür, dass der Heilige Geist euch zeigt, ob das mal dran ist, dass ihr mal nach vorne kommt und ähm, davon erzählt, was Gott in eurem Leben getan hat. Und ähm, ja, es sind manchmal so viele verschiedene Dinge, die uns hindern. Manchmal ist es richtig, zurückhaltend zu sein nicht gleich nach vorne zu preschen, sich irgendwie zu präsentieren. Demut und ähm, Zurückhaltung ist eine gute Sache. Aber es sollte nicht Menschenfurcht sein, die uns ausbremst, weil wir uns fürchten, irgendwie von Leuten angeguckt zu werden, weil wir uns fürchten darüber, dass sie denken, wie sieht denn der komisch aus oder wie redet denn der komisch oder die oder was weiß ich. Na? Das sollte uns nicht hindern daran, das zu teilen, was Gott in unserem Leben getan hat. Manchmal ist es auch der Stolz, der uns hindert, weil wir nicht möchten, dass die Menschen wissen, durch welche Not wir gegangen sind, durch welches Elend, dass sie nicht von unseren Schwächen und Fehlern etwas mitbekommen. David war da ganz offen. Hier im Psalm 22 sagt er zum Beispiel, ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Lasst uns da nicht ähm, uns von falschen Motivationen leiten lassen, sondern wenn ihr irgendwas habt, dann kommt doch auf uns zu und dann wollen wir das hier gerne dem Raum geben, dass ihr Zeugnis weitergebt. Ähm, es war echt toll, dass... Ähm, Geschwister nach vorne gekommen sind in den letzten Wochen und ja von dem erzählt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat, das ermutigt, das stärkt und das verherrlicht und ehrt Gott. Lass uns das auch tun, als Teil des Lobpreises der Anbetung. Und es ist auch eben die Möglichkeit, einfach aneinander auch Anteil zu geben, an dem, was Gott in unserem Leben tut, weil sonst die Möglichkeit zum Austausch so reduziert ist im Moment. Gut, lass uns in die Sprüche gehen, Sprüche 20. Ich bete noch mal kurz. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort segnest und uns echt hilfst darauf zu hören, darauf zu achten, wie eine Lampe, die unseren Weg erleuchtet. dir uns zu hören und das, was du ganz speziell zu mir persönlich, zu uns persönlich sagen willst, was du uns auch als Gemeinde sagen willst, dass wir das hören und dass wir es aufnehmen in unsere Herzen und darüber nachdenken und es mitnehmen auch in den Tag und in die Woche. Ja, wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest, uns uns durch deinen Geist stärkst, dein Wort auch aufzunehmen, Herr. Schenk uns Konzentration und Wachheit, Herr, und segne uns dazu. Amen. Sprüche 20 ähm Wir sind in Vers 13. Liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst. Halte deine Augen offen, dann kannst du dich an Brot satt essen. Es ist natürlich ein Vers, der in diese ganze Richtung geht, wie wir schon öfter gelesen haben, wie es auch nochmal kommen wird. Eine wichtige Lehre, die Salomo auf dem Herzen hatte, von Gott weiterzugeben an seinen Sohn, war, Lass dich nicht von der Tendenz in dir zur Faulheit bestimmen. Bequemlichkeit, Faulheit sich zurücklehnen, ähm, sich entspannen. Das hat am Ende schlechte Folgen für dein Leben. Liebe nicht den Schlaf. Ich habe jetzt gerade eben zufällig nochmal irgendwie bin ich drauf gestoßen auf einen kurzen Bericht, ein Interview, mit einem Schlafforscher zum Thema Auswirkungen von Corona auf, unserem, auf, unsere, auf unseren Schlaf. Und ähm, da wurde schon festgestellt, dass es eigentlich negativ sich auswirkt. Ähm, vielfältig Leute doch noch mehr mit Schlafstörungen zu kämpfen haben, noch mehr mit ähm, Schlafproblemen. Aber es ist auch schon vorher so, war. die Deutschen sind nicht unbedingt diejenigen, die gut sind im Schlafen. Ähm ich finde es interessant, dass gerade Salomo zum Thema Schlaf auch was ganz anderes gesagt hat, als das, was hier jetzt steht. In Psalm 127. Vers 2 gibt es einen Vers, wo man denken könnte, Salomo widerspricht sich selbst. Denn er sagt in Psalm 127, Vers 2: Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Ich glaube, das ist ein Vers an die Deutschen gerichtet. Die Deutschen meinen, sie müssen früh aufstehen. Und ähm, die Schlafforscher sagen ja, für die allermeisten Deutschen ist das eigentlich zu früh. Die müssten eigentlich ein bisschen später aufstehen. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ich wage es nicht zu sagen. Auf jeden Fall machen wir beides. Wir stehen früh auf und wir gehen spät ins Bett und haben. Nachweislich wohl, äh, die, die, die meisten Deutschen leben chronisch mit einem mit Schlafmangel, weil sie eine Stunde zu wenig schlafen eigentlich. Und Salomo sagt, das ist vergebene Liebesmühe. Wenn du so viel Zeit verbringst und tust und machst und so viel arbeitest und dich so viel beschäftigst auch, nicht nur Arbeit, sondern auch Beschäftigung. Wir beschäftigen uns und gerade in Corona, und das denke ich, ist das Hauptproblem. Das wird immer nur so unter ferner Liefen genannt, aber der Schlafforscher hat das auch gesagt. Für einen besseren Schlaf solltest du frühzeitig deine technischen Medien ausstellen. Du solltest auch nicht bis spät abends diese ganzen Corona-Nachrichten dir reinhauen. Na? noch irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, um 11 Uhr nochmal den Corona-Ticker gucken. Das Gift für den Schlaf. Du kommst nicht zur Ruhe. Das Letzte, was du sozusagen liest, ist, ja, so und so viele Corona-Tote. Oder die und die Maßnahmen sind jetzt wieder auferlegt. Und die gehen jetzt auch in, Le ne, was weiß ich, Belgien geht in Lockdown oder so. Ne? Das ist das Letzte, was du liest und also, was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Zweck? Na, den ganzen Tag bist du damit befasst, beschäftigt und auch spät abends noch. Und das ist doch kein Wunder, dass unsere Seele nicht zur Ruhe kommt. Und das, was Salomo hier sagt, ist: Den Geliebten Gottes gibt Gott so viel im Schlaf. Wie, wie, wie wunderbar ist es für unsere Kinder, wenn wir ihnen das Letzte, was wir ihnen geben, Liebe ist, vorm Einschlafen. Na? Uns hinsetzen, ein Lied vielleicht singen, eine Geschichte vorlesen. Ja, der Schlafforscher sagt dann, ja, vielleicht sollte man mal wieder alte Märchen rauskramen, so irgendwas Vertrautes, ne, dass unsere Seele dann zur Ruhe kommt. Der kommt nicht auf die Idee, dass man vielleicht beten könnte, um seine Sorgen bei Gott abzuladen, dass man vielleicht ähm, den Zuspruch, die Ermutigung Gottes aus seinem Wort sich in seine Seele einprägt, bevor man schlafen geht. Wir haben einen lebendigen Gott und der hat uns geschaffen, dass wir zur Ruhe kommen. Er möchte uns zur Ruhe bringen. Er möchte uns im Schlaf ganz viel Erneuerung. Dafür hat Gott den Schlaf gegeben. Der Schlaf, sagt dieser Schlafforscher auch, ist, ist eines der, der großartigsten Dinge der Reparatur und der Wiederherstellung unseres Organismus. Es ist was Herrliches, was wunderbares, was Gott geschaffen hat. Wenn Salomo sagt, liebe nicht den Schlaf, dann meint er nicht, dass wir nicht dankbar, Gott dankbar dafür sein sollen, dass er den Schlaf gegeben hat. Dass es nicht etwas Gutes ist, was Gott gegeben hat. Nein, der Schlaf ist was Wunderbares. Die Ruhe, die Gott gegeben hat, auch sein Gebot. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Gott hat wunderbare Ordnungen geschaffen wo wir mit wunderbar und gut leben könnten, wenn wir uns denn daran halten würden. Aber wir halten uns daran nicht und sind dann chronisch müde. Und das Schlimme ist, es wirkt sich aus, ganz besonders im geistlichen Bereich. Wenn es nämlich darum geht, vor Gott zu beten. Gott zu suchen, Gottes Stimme zu hören, sich niedersetzen zu den Füßen Gottes, um zu lernen, um zu empfangen, was passiert, weil wir, nicht mehr, weil wir nichts mehr machen, weil wir nicht mehr in Aktion sind. Was passiert? Wir schlafen ein. Wir schlafen im Gebet ein, wir schlafen in der Predigt ein, wir schlafen ein, wenn wir Gottes Wort lesen. Warum? Weil wir nicht geruht haben, weil unser Körper nicht ausgeruht hat, da wo, wo Gott uns eigentlich diesen Ort der Ruhe gegeben hat. Wir kommen nicht zur Ruhe im Schlaf. Warum? Weil wir von Sorgen erfüllt sind, so wie es hier steht. Weil wir geplagt sind, weil wir voller Mühsal sind und wir werden es nicht los, wir kommen nicht zur Ruhe. Und dann wird das alles nichts. In Vers 1 hier im Psalm 127 steht: Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens. Wenn du nicht mit Gott baust, dann kannst du bauen, so viel du willst in deinem Leben, dein Leben aufbauen, dir ein neues Leben aufbauen. Dein altes Haus ist kaputt gegangen, du baust dir wieder ein neues Haus, ich baue mir jetzt ein richtig gutes Haus, ein gutes Lebenshaus, aber wenn der Herr das nicht mit, mit dir baut oder beziehungsweise du mit dem Herrn baust, sondern du dein eigenes Haus hochziehst, es wird wieder zusammenkrachen, es wird wieder zusammenkrachen, du baust daran vergebens, wenn du nicht, den kennengelernt hast, der deine Sorge abnimmt, der die Verantwortung trägt, der nämlich der Herr des Himmels und der Erde ist, der dich geschaffen hat und der dich liebt und der mit dir zusammen durch das Leben gehen will und dein Leben bauen will, der dir zeigen will, wie du dein Leben gut baust, auch hier durch die Sprüche Salomos, durch die Weisheit Gottes in den Sprüchen. Wenn du das nicht zulässt und annimmst, dann baust du vergebens. Dann bricht es alles wieder zusammen. Und du kommst nicht zur Ruhe. Du kommst nicht zur Ruhe. Und da, wo du schläfst, wo du einschläfst, da solltest du eigentlich wach sein. Und wo du schlafen solltest und ausruhen solltest, da bist du aktiv und wach und kommst nicht zur Ruhe. Gott will dir das Umgekehrte schenken, dass du da, wo. Es darum geht, zur Ruhe zu kommen, auszuruhen, dass du ruhen kannst, dass du neue Kräfte schöpfen kannst und dass da, wo es darum geht, aufmerksam zu sein, wach zu sein, du wach bist. Und das ist das, was Salomo sagt. Er sagt, liebe nicht den Schlaf, das heißt die Faulheit, dich auszustrecken, dich zu regeln. Liebe es nicht, rumzupennen sondern sei wach. Wenn du nämlich den Schlaf liebst, wenn du nur rumpennst, wenn du ausruhst, wenn du die Beine hochlegst, dann wirst du am Ende verarmen. Ja? Du bist eigentlich reich, du bist gesegnet, aber dein Reichtum schwindet dahin, weil du nicht wach bist, wachsam bist, weil du rumhängst, weil du dich gehen lässt, weil du einfach dich treiben lässt. Aber wenn du wach bist, dann wirst du von Brot satt sein. Und ich, ich finde, das hat vor allen Dingen auch eine geistliche Bedeutung. Die Tendenz, dass wir schlafen, wenn wir wach sein sollten, und zwar in unserer Beziehung zu Gott, im Gebet, im Studium seines Wortes, im Aufnehmen seines Wortes. Es geht ja um die Begegnung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir da einschlafen und nicht mitbekommen, was Gott uns zu sagen hat, seine Worte des ewigen Lebens. Ne, stell dir das mal vor, ein, ein Mensch, der dich so liebt, dein Ehepartner, dein Vater, deine Mutter. Na, es, ihr habt ein Treffen arrangiert in, in, in Deutschland 2021 im Februar, sehr schwierig, sich mit seinen Eltern zu verabreden, mit seinem Vater, mit seiner Mutter. Okay, das, es ist da, es ist die Möglichkeit da. Und ein Vater will dir wichtige Worte weitergeben, Dinge, die ihm wirklich am Herzen liegen. Und ihr sitzt zusammen im, im Wohnzimmer. Dein Vater fängt an, von wichtigen Dingen seines Lebens zu reden, dir wichtige Dinge teils, ähm, weiterzugeben, Wegweisung für dein Leben, Weisheit. Sein Herz offenbart er dir und du sitzt da und schläfst ein. Stell dir das mal vor. Du kriegst nichts mit davon. Und am Ende wachst du auf und sagst, ja Papa, war eine schöne Zeit mit dir. Das ist ja klasse, cool, schön, dass du da warst. Komm mal wieder. Der Papa denkt, hm, ja, okay, ich komme mal wieder. Kann ich dasselbe nochmal erzählen. Das merkst du gar nicht. Lass uns mal Jesaja 29 dazu aufschlagen. Gott hat da sehr klare Worte für uns. Jesaja 29, Vers 9. Stutzt und staunt, seid verblendet und erblindet. Sie sind betrunken, doch nicht vom Wein, sie taumeln, doch nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafs über euch ausgegossen. Ja, verschlossen hat er eure Augen. Die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle. Jede Vision von Gott ist wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann das nicht lesen, denn es ist versiegelt. Ich kann die Buchrolle nicht öffnen und darin lesen, weil es verschlossen ist. Die Vision Gottes. Gott will sich offenbaren, Gott will sich mitteilen. Aber du hörst es, du kannst es nicht lesen. Es ist verschlossen, versiegelt. Oder eine Buchrolle, die man einem gibt. Ähm Nee, wo steht es hier? Vers 12. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Es bringt nichts. Du kannst einem, der nicht lesen kann, nicht ein Buch geben und sagen, komm, lies das mal. Das bringt mir nichts. Ich kann, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann das nicht lesen. Ne? Oder es ist verschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann es nicht lesen. Es bringt mir nichts die offenbarung des herzens gottes seine liebe seine gnade seine güte für uns seine weisheit seine wegweisung für unser leben es ist ein verschlossenes buch warum ich kann es nicht lesen sein geist tiefen schlafes auf mich gefallen so als ob mein vater mit mir sitzt zusammen und mit mir redet über die 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 großen weisheiten und ich schlafe ein und höre nicht zu und kann nichts davon aufnehmen. Es ist wie ein versiegeltes Buch. Ich lese die Bibel und ich verstehe nichts. Und ich schlafe darüber ein. Was ist da los? Gott sagt in Vers 13, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Habe ich so von meinen Eltern gelernt, Vater unser im Himmel, geheiligt sei dein Name und so weiter. Ich kann das runterrattern? Darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Gott sagt, weil ihr eure Herzen fern von mir haltet, deswegen pennt ihr immer ein. Das ist die eigentliche Ursache. Wisst ihr, wie gesagt, diese ganzen äußerlichen Dinge, dass wir undiszipliniert sind, das trägt noch zusätzlich dazu bei dass wir müde werden, dass wir unser Leben unweise führen. Das trägt noch zusätzlich dazu bei. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir unser Herz Gott nicht gegeben haben. Unser Herz gehört ihm nicht. Wir sind nicht brennend darauf aus, zu hören, zu wissen von ihm. Wenn das so wäre, dann würden wir alle Anstrengungen unternehmen. Ja, wir würden unser Leben neu ausrichten, damit wir wach sind wenn es darum geht zu beten, wenn es darum geht, gottes wort aufzunehmen, zu hören, wenn es darum geht gott zu begegnen. aber wir stehen, es, ja, da, da, da gibt es leute, die stehen nur am rand, die stehen auf dem zaun, die gucken mal, die sind da, aber sie sind nicht wirklich da. und gott fordert zur entscheidung und sagt, hey, gib mir dein herz. Ich will dein ganz Herz ganz haben. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Ihr könnt mich finden. Es ist nicht schwer, Gott zu finden, aber du kannst es nicht halbherzig machen. Gib mir dein ganzes Herz. Dann nehme ich diesen Schlaf weg. Ja, was ist denn der Schlaf? Lass uns mal Epheser 5, ein Vers dazu lesen, Epheser 5, Vers 14. Ein Wort für alle Schläfer unter uns. Gott ist gnädig und barmherzig, er liebt uns. Er liebt uns auch, wenn wir in diesem Zustand sind. Er hat seinen Sohn gegeben für uns alle, die wir am Rand standen, die wir unser Herz fern von ihm gehalten haben, die wir diesen Geist des tiefen Schlafes hatten. Und der Schlaf, Geschwister, ist nicht nur, es geht hier nicht nur ums Schlafen, sondern es geht tatsächlich auch um den Tod. Der Schlaf ist auch ein, ähm, ein Bild für den Tod. zu liegen und nicht mehr aufstehen zu können sich nicht mehr nicht mehr leben in sich zu haben dann sagt paulus hier in vers 14 alles was offenbar wird ist licht deshalb heißt es wache auf der du schläfst und stehe auf von den toten und der christus wird dir aufleuchten Dieser Geist des tiefen Schlafes ist in Wirklichkeit der geistliche Tod. Es ist keine Verbindung zu Gott da. Und dann ruft Gott und sagt, wach auf. Und das ist derselbe Ruf, der ausgegangen ist, um Jesus, der gestorben ist am Kreuz und ins Grab gelegt wurde. Um ihn aufzuerwecken von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat diesen geistlichen Schlaf überwunden. Er ist für unsere Sünde, für unsere Halbherzigkeit, ist er gestorben am Kreuz von Golgatha und ist ins Grab gelegen worden. Er schläft. Und was macht Gott? Er ruft und sagt: Wach auf, mein Sohn. Steh auf von den Toten und er ist auferstanden. Auferweckt aus den Toten. So will Gott uns aufwecken und sagen, hey, wach auf. Steh auf. Es gibt Leben. Du brauchst nicht mehr Tod rumzulegen. Du brauchst nicht mehr dem Verderben entgegenzugehen. Du kannst Leben haben, ewiges Leben. Freude. Frieden mit Gott. Und einen neuen Sinn, ein neues Ziel im Leben. Wach auf, der du schläfst, und steh auf. Und das, das Wort für Wachsein heißt eigentlich aufgestanden sein. Na, zu stehen. Und es ist auch so, im Stehen kannst du nicht so gut schlafen. Deswegen, na, in früheren Zeiten. Na, lange, lange her, Jahrhunderte her, da gab es in den Kirchen keine Bänke. Da haben die Leute im Gottesdienst gestanden. Dann konnten sie nicht so leicht einschlafen bei der Predigt. Auch wenn die Predigt lang ist und langweilig und überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Aber wenn du wirklich, wenn du Gottes Kind, wenn du Gott liebst, wenn Gott dir wichtig ist, wenn du ihn suchst von ganzem Herzen, dann ist es dir wichtig zu hören, was hat Gott mir hier zu sagen. Und dann willst du wach bleiben und dann strengst du dich mit aller Anstrengung an, wach zu bleiben. Und wenn es dazu gehört, dass du aufstehen musst, dann steh auf. Du musst hier nicht sitzen. Du darfst auch aufstehen bei der Predigt. Du darfst hier nicht die Aufmerksamkeit auf dich lenken und andere davon ablenken, das Wort Gottes zu hören. Na, mach hier keine Tänzchen, um im Mittelpunkt zu stehen. Aber wenn du aufstehen musst, dann steh auf, stell dich irgendwo nach hinten hin. Dann kannst du im Stehen die Predigt verfolgen, damit du wach bleibst. Genauso in Gebetstreffen, Gebetsveranstaltungen. Wenn du merkst, oh, ich bin so müde im Gebet. Ich mache das so. Ne? Wenn, wir haben Erntegebet am Donnerstag um 17 Uhr. Das ist eine Zeit, wo ich echt müde werde. Oh. Und dann stehe ich auf. Dann stelle ich mich hin. Dann gehe ich ein bisschen rum beim Beten. Ist nicht schlimm. Ist nichts Böses dran. Ist gut. Um wach zu bleiben. Um meinen Körper, der so schwach ist, geschwächt ist. Und wo ich selber vielleicht mich auch versündigt habe und nicht... Weise gehandelt habe und mich gut ausgeruht habe, aber wo ich einfach, wo mein Körper einfach schwach ist. Manchmal kann, können wir auch nichts dafür. Es gibt, gibt Leute, die aus verschiedensten Gründen Probleme mit dem Schlafen haben und dann auch Probleme mit dem Wachsein. Und da, das verurteilt Gott doch nicht. Und Gott will uns heilen und helfen. Aber wir müssen uns nicht davon bestimmen lassen. Liebe nicht den Schlaf. Lass dich nicht davon bestimmen. Sondern lass dich von der brennenden Liebe zu Gott bestimmen. Suche Gott von ganzem Herzen. Lass dich aufwecken. Gott ruft dich. Wach auf. Steh auf. Und Christus wird dir aufleuchten. Du wirst das Licht des Lebens haben. Und ja, du wirst auch Brot haben. Guck mal, dieses... Dieses ähm, Brot ist auch was Geistliches, das Manna, das Wort Gottes ist das Brot, von dem wir leben. Damit ich dieses Wort aufnehmen kann, muss ich wach sein. Dann werde ich gesättigt sein und dann kann ich, dann habe ich Kraft für mein Leben, dann hat meine Seele Kraft. Und dann kann ich anderen davon weitergeben. Kann Segen in dieser Welt sein. Aber wenn ich schlafe, geistlich schlafe, verarme ich, habe ich selber Mangel, kann niemandem ein Segen sein. Deswegen sagt Gott, Gott durch Salomo, liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst, halte deine Augen offen, dann kannst du dich am Brot satt essen. Wir gehen weiter in den Sprüchen, Kapitel 20, Vers 14. Schlecht, schlecht sagt der Käufer, und wenn er weggeht, dann rühmt er sich. Das ist so eine typische ähm, Art und Weise, wie man auf dem orientalischen Markt feilscht. Man macht erst vor dem Verkäufer die Ware schlecht und sagt: na ja das ist doch alles Mist. Ne? Was hast du denn da zu bieten? Das ist doch nichts wert. Und dann macht man dann sein Schnäppchen, weil man so gut verhandelt hat und hinterher sagt man ja boah, das habe ich doch gut hingekriegt. Ne? so ein teures Ding habe ich so den habe ich aber runtergehandelt. Salomo sagt das hier seinen Sohn und sagt: "Pass auf. Pass auf. Lass dich nicht übers Ohr hauen. Die Leute sind echt trickreich und das ist nicht nur auf dem orientalischen Markt so. Die Deutschen haben es genauso drauf. Das hat nichts irgendwie mit irgendeiner Kultur oder Rasse zu tun, das hat mit unserem sündigen Menschsein zu tun. Wir schlagen was raus und wir versuchen irgendwie den anderen noch einzustecken, einzupacken. Und am Ende, na, die Schnäppchenjäger, Nummer eins, das sind doch die Deutschen, oder? Ähm. Gut, also, weiter geht's in Vers 15. Es gibt Gold und viele Korallen, aber ein kostbarer Schmuck sind Lippen der Erkenntnis. Gold ist, denke ich, für uns alle klar. Korallen waren damals äh, daraus wurde Schmuck hergestellt. Ne? Ähm, wie viele Menschen sind dem Gold nachgejagt, dem glitzernden, schönen Dingen. So viele, die sich haben blenden lassen von der Schönheit, die sie gesehen haben, von dem Glanz. Aber Salomo sagt, dass es, es gibt etwas, was viel kostbarer ist, viel wichtiger. Wenn du ein weiser Mensch sein willst, dann lauf nicht dem Gold nach, lauf nicht dem Schmuck nach. Du musst dir keine teuren Klamotten kaufen. Du musst irgendwie nicht einen tollen Eindruck machen durch deine Klamotten, durch dein Outfit. Vergiss es. Ja, man kann sich ordentlich anziehen, man kann sich auch eine ordentliche Frisur äh, anschaffen. Irgendwie, im Moment ist es sowieso schwierig ne, mit Frisur, aber ja, wisst ihr, das ist doch alles sekundär. Das ist alles nicht so wichtig. Ne, auch welches Auto, ob du überhaupt ein Auto hast und ein Auto fährst oder ob du keins hast. Und wenn du ein Auto hast, ob das jetzt der Schlitten ist oder der Schlitten, boah, guck mal, was der für einen hat. Nee, ich fahr den ja, boah. Vergiss es. Das, was wirklich wertvoll ist, ist Weisheit, Erkenntnis. Und jemanden zu kennen, der dir Worte der Weisheit sagen kann, der dir weisen Rat geben. Wenn du jemanden hast, wo du weißt, wenn der mir einen Rat gibt, das sitzt, das passt, das ist wirklich. Ein guter Weg, den der mir zeigt. Wenn du so jemanden hast an der Hand hast, na? man, da, da schmeißt doch den ganzen ganze Gold und Schmuck und, und was weiß ich, was du alles haben kannst, schmeißt du weg. <laughs> Lippen der Erkenntnis, ein Mund, eine Sprache, eine Rede der Erkenntnis, eine Rede der Einsicht. Jemand, der vertraut ist mit, mit den Dingen dieser Welt, mit, der vertraut ist mit Gott, mit Gottes Weisheit, der vertraut ist mit Gottes Willen. Mann, das ist gut, wenn du jemanden hast, wenn da jemand ist, der das hat, der voll dieser Weisheit ist und davon redet, wenn er spricht, nicht irgendwelchen Mist labert, irgendwelchen Scheiß. Und wisst ihr, wir kennen so einen. Wir kennen denjenigen, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Na, die was ist wirklich ein Schatz? Jesus hat es gesagt: Sammel dir nicht Schätze auf Erden, sondern sammel Schätze im Himmel. Kolosser sagt Paulus uns: In ihm sind, in Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Da kannst du sie heben. Na, sie sind in ihm verborgen und er teilt sie mit uns. Er redet zu uns. Er spricht. Und teilt von diesen Schätzen aus. Aber hörst du zu oder bist du eingeschlafen? Bist du noch wach? Hörst du noch? Er will sie uns weitergeben. Und da sollst du suchen. Das soll dein Schatz sein. Das soll etwas sein, wonach du strebst und wonach du suchst. Nicht, dass du eine tolle, glänzende Uhr hast, wo alle staunen und sagen, boah. Nee, aber wenn dein Leben zeugt von dieser Weisheit Gottes. Wenn jemand sagt: Mensch, du hast, dein Leben hat sich so verändert. Mensch, du machst immer. Du, du, früher bist du gegen jede Wand gelaufen, die sich irgendwo ne, geboten hat. Und jetzt, jetzt gehst du so gerade. Du, 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 du warst früher so. So instabil, so wanken und jetzt bist du so, hast du so eine starke so eine Stabilität, so eine Stärke. Früher bist du immer nur angekommen, wenn du irgendwas wolltest, jetzt, jetzt hast du so viel zu geben. Mensch, was ist in deinem Leben passiert? Was hat sich verändert? Und weißt du, was du dann sagst, dann sagst du nicht, ja, ich hab's drauf, ne? Nee, dann sagst du, alle Ehre dem, der so viel Weisheit hat, der mich gelehrt hat, der mich unterrichtet hat, der mir diese Weisheit vermittelt hat, dass ich einen neuen Weg gehen konnte. Der durch seinen Geist mir die Kraft gegeben hat, auch diesen Weg zu gehen. Alle Ehre dem Herrn. Wir gehen weiter. Vers 16: Nimm ihm das Gewand. Denn er hat für einen Fremden gebürgt. Und wegen der Ausländer pfände ihn. Was bedeutet das? Das gehört in diesen Zusammenhang des Bürgens, was Salomo sehr kritisiert, Bürger zu sein für jemand anders, noch dazu jemanden, den du gar nicht kennst. So viele Menschen bringen sich in Bindungen hinein, in Abhängigkeiten hinein, weil sie sich dazu verführen lassen, für jemanden zu bürgen. Der aber gar nicht vertrauenswürdig ist. Und dann hängen sie plötzlich in irgendwelchen Schulden drin, in irgendeiner Sache drin, womit sie eigentlich gar nichts zu tun hatten. Nur weil einer gesagt hat: bitte, bitte, bitte. Kannst du nicht für mich bürgen? Ich kann irgendwie äh, keinen Kredit bei der Schufa kriegen, aber du kannst doch kriegen. Ne? Irgendwie. Kannst du nicht für mich irgendwie? Bitte, bitte. Ja, gut, okay. Aber dann hängst du drin ne? in dieser ganzen Sache und kommst nicht raus, bist in der Bindung drin, wirst das Ganze nicht los und der andere ist unzuverlässig und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Ja, und dann brauchst du selber jemanden, kannst du nicht für mich, irgendwie kannst du mir nicht. Und dann sagt Salomo: Wenn du es mit so jemandem zu tun hast, dann nimm ein Pfand. Dann musst du dir da eine Sicherheit nehmen, sonst wirst du nicht froh werden. Das ist das, was der Vers hier meint. Vers 17. Süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge, aber hinterher ist sein Mund voller Kies. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Mund voller Sand hattest. Irgendwann in deinem Leben hast du es bestimmt, weil du kannst dir vorstellen, wie das schmeckt. Vielleicht als Kleinkind. So eine tiefe, tiefe Erinnerung in deinem Herzen hast du noch so drin. Ja, ich weiß, wie das ist. Boah. Oder noch schlimmer ist es ja, das, was das Wort hier sagt, ist, du hast mal irgendwie ein leckeres Honigbrötchen ne, reingebissen dachte so das ist lecker Mh, heute morgen frisches Brötchen mit Honig beißt rein und dann war aber irgendwie Sand drauf gekommen und der Sand ist unter der Butter unter dem Honig drunter so ne? du beißt so rein und denkst so Mh, lecker süß ist die Sünde am Anfang Sie sieht so aus, als ob sie dir etwas geben kann. Aber am Ende hast du den Mund voller Kies. Schmeckt nicht. Vers 18. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Pläne, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Oft haben wir Pläne in unserem Herzen. Denken uns aus, was wir alles machen wollen. Denken über so einiges nach, was in der Zukunft so, was wir so angehen wollen. Und wir denken und wir denken und wir denken und es passiert nichts. Salomo sagt: Vertraue dich doch einem guten Berater an. Sprich doch mit jemandem, der ein weiser Mensch ist. Sprich mit ihm über diese Dinge. Wisst ihr, das hat viele verschiedene. Positive Auswirkungen. Wenn du die Dinge, die du so in deinem Kopf bewegst, aussprichst, sie werden konkreter. Ähm, der andere, der das hört, der kann folgendes: Er ermutigt dich vielleicht und sagt, ja, das ist eine gute Idee, mach das mal. Und du hast einen zusätzlichen Impuls, diesen Plan auch tatsächlich in die Tat umzusetzen zur Tat zu schreiten. Ja, wir brauchen das Ermutigung. Du hast jemanden, der dich anfeuert, der sagt, ja los, vielleicht erinnert er dich, Mensch, letztes Mal hast du mir erzählt, was du da so geplant hast. Wie, 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 wie weit ist das denn jetzt so? Ne? Der bleibt dann dran, der bringt dich so ein bisschen in Gang. Die Gedanken bleiben nicht einfach so in deinem Herzen und deinen Gedanken und es kommt zu nichts. Nein, du hast jemanden, der mithilft, dass diese Gedanken zustande kommen. Und dann hast du durch einen weisen Ratgeber aber auch jemanden, der dich vielleicht korrigieren kann, der sagen kann, ja Mensch, das ist ja eine gute Idee, aber hast du auch an das gedacht? Nee. Es ist gut, diese Pläne in meinem Herzen, die ich habe, mit jemandem zu teilen. Und wisst ihr, warum wir das oft nicht machen? Weil wir Angst haben, am Ende sagt uns der andere, das ist alles großer Quatsch. Aber irgendwie hänge ich doch in meinem Herzen daran und ich, ich finde es doch eigentlich alles gut und ich will mich dem Urteil nicht stellen des anderen. Aber wisst ihr, was dabei oft herauskommt, dass diese Pläne in mir arbeiten, ich Tage, Wochen, Monate lang irgendwas vor mir hin denke und es kommt nichts bei raus. und dazu sagen, ich will ich will Gottes Willen tun, ich will Gottes Willen suchen und dann suche ich auch jemanden, der Weisheit von Gott hat, um einfach mich darin zu beraten in diesen Plänen, die ich irgendwie, die in mir entstanden sind. Ist das wirklich ein guter Weg von Gott? Ist das ein sinnvoller, richtiger Weg? Ist das Gottes Wille für mein Leben? Und derjenige unterstützt mich, er stärkt mich darin und er kann mich aber auch rausholen aus irgendeinem blöden Traum, dem ich hinterher renne. Und der völlig Bescheuert ist und mit dem ich meine Zeit vergeude, wo ich dann mich drum drehe die ganze Zeit und am Ende ist das einfach nur Müll. Und dann verbrauche ich damit wochen, Monate lang meines Lebens. Es kommt nichts bei rum. Also, Lass uns doch auf Gottes Wort hören und Rat suchen, guten Rat suchen bei Menschen, die weise sind. Gerade wenn es schwerwiegende Dinge sind, hier wird von Krieg die Rede ist, von Krieg die Rede. Von schwerwiegenden Entscheidungen sollte ich guten weisen Rat suchen und mich besprechen und nicht mein eigenes Ding tun. Vers 19. Wer anvertrautes Preis gibt, geht als Verleumder umher. Und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Hier geht es um Menschen, die lästern, die ablästern. Kennst du solche Typen, die, wenn du dich mit denen zusammensetzt, dir gleich wieder erzählen über den, über den, herziehen, über seine Schwächen, über seine Fehler, über sein Versagen, wie lächerlich der ist. Was für ein großes a der ist. Gibt es doch solche. Und dann sitzt du mit dem zusammen und redest über den anderen XY. Na? Ja, und manchmal lassen wir uns darauf ein. Manchmal werden wir da hineingezogen und wir lassen uns darauf ein. Und wir reden vielleicht sogar mit. Gott warnt uns davor. Er sagt, mach das nicht. Na? Dass es sich überheben über andere, dass es seinen Wert daraus ziehen, dass ich andere niedermache. Aber mein Wert liegt darin, dass Gott mich liebt und er mich annimmt, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Und so soll ich auch anderen begegnen, mit anderen umgehen. Und dann musst du dir klar machen, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der ständig so drauf ist, wer mit dir über andere redet, der redet auch mit anderen über dich. Deswegen sagt Salomo, halt dich zurück, halt dich fern von solchen Leuten. Mach das nicht. Und ähm, ja, und Gott sagt uns auch hier, gib Anvertrautes nicht Preis. Es ist eine gute Eigenschaft, auch Dinge für sich behalten zu können. Dinge nicht auszuposaunen. Es gibt böse Geheimnisse, okay? Und die sollen und müssen wir lüften. Die müssen wir ins Licht bringen. Aber es gibt manche Dinge, wo es gut ist, dass sie bei mir bleiben. Anvertrautes Preisgeben heißt Perlen vor die Säue werfen. Etwas, was mir anvertraut wurde, einfach so hergeben, einfach rum erzählen, das sollen wir nicht machen. Vers 20. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Es ist das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und es ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, sagt Gott. Nämlich die Verheißung, dann wirst du lange leben in dem Land, was der Herr dein Gott dir gibt. Du wirst gesegnet sein. Hier sagt... Gott aber auch im Gegenteil, wenn du es nicht tust, wenn du dich nicht daran hältst, dann wird es dir schlecht ergehen. Ehre Vater und Mutter heißt nicht, dass ich mit allem, was mein Vater und was meine Mutter getan habe, übereinstimme, dass ich alles toll finden muss. Vielleicht hast du einen Vater, vielleicht eine Mutter, die viele Fehler gemacht hat, viele Sünde begangen hat, sich auch an dir vielleicht sehr versündigt hat. Sie zu ehren heißt dann ihnen vergeben, denn sie sind Sünder, so wie wir alle Sünder sind. Und wenn sie Jesus nicht gekannt haben, dann haben sie im Unwissen gehandelt. Wie Jesus sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und selbst wenn sie Christen gewesen sind, so sind sie auch Sünder und haben Fehler und Schwächen und brauchen Vergebung. Und Eltern zu ehren kann, oder der erste Schritt, die Eltern zu ehren, kann erstmal darin liegen, den Eltern zu vergeben. Weil Jesus für sie gestorben ist. Ich sage euch, das bringt Heilung in dein Leben, das bringt Befreiung von Bitterkeit und Frieden. Und dann kann es losgehen. Ich weiß, es gibt so einige Geschwister, na, die ich kennengelernt habe, die eine schwere Kindheit hatten, die bei Alkoholikern aufgewachsen sind, die keine Liebe hatten, die viel geschlagen haben. Aber Je länger sie mit Jesus gegangen sind und dieses Prinzip wirklich umgesetzt haben, sie haben ihren Eltern vergeben. Und sie sagen manchmal dann solche Dinge, die sie früher nie über die Lippen hätten bringen können. Sie sagen dann: Ja, meine Eltern haben das Beste gegeben, was sie hatten. Sie hatten nichts. Sie hatten fast gar nichts. Aber das, was sie hatten, das haben sie gegeben. Sie haben das Beste versucht. Und wisst ihr, das ist Eltern-Ehren. Es geht nicht darum, die Eltern jetzt irgendwie na, in den Himmel zu heben. Aber es geht darum, zu vergeben, zu segnen, Gutes zu tun. Auch denen, die noch leben, Liebe zu erweisen, selbst da, wo sie einem nur Hass entgegengebracht haben. So wie Jesus. Und das kann ich nur von Jesus lernen. Das kann ich nur durch den Heiligen Geist. Er kann mich dazu befähigen, meine Eltern auf diese Weise zu ehren. Aber wenn ich es nicht tue, wenn ich im Hass und Unvergebung bleibe, da bleibt auch Dunkelheit auf meinem Leben. Das sagt Gott. Gott möchte mich in den Frieden führen und in seine Freiheit. Und das ist der Weg dorthin. Ein Erbe, schnell erworben im Anfang, wird an seinem Ende nicht gesegnet sein. Vers 21. Dieses Erbe, was schnell erworben ist, ich, ich vergleiche das mal mit so einem Lottogewinn. Weiß nicht, wer von euch sich schon mal tief im Herzen gewünscht hat, oh, ich, hoffentlich kriege ich mal so einen Lottogewinn. Vielleicht hat mal jemand Lotto gespielt und gedacht: so, Oh, ich würde doch auch gerne mal unter denen sein, die gezogen werden und die Millionen gewinnen. Aber ihr wisst doch, was mit diesen Lottogewinnern passiert, oder? Ihr wisst doch, was mit ihnen passiert. Ihr Leben gerät so durcheinander, die, die, die kommen nicht klar damit. Mit diesem schnell, vorschnell erworbenen Reichtum. Genauso mit einem Erbe. Jeder wünscht sich doch, ich, dass, ich, dass ich mal einen Brief bekomme, wo da steht, hier eine entfernte Tante, die du gar nicht kennst, eine entfernte Tante hat dir eine Million Euro hinterlassen. Sie werden dir demnächst auf dein Konto gutgeschrieben. ja. Und Salomo sagt: Ey, pass auf, das ist eins der schlimmsten Dinge, die dir passieren können. Das ist Weisheit, das zu erkennen, dass das nicht gut ist, sondern dass das eine Überforderung für mich ist, dass ich damit nicht klarkomme. Es ist weise, auf dem Teppich zu bleiben. Und wenn es tatsächlich geschehen sollte, dann sollte ich mir Hilfe holen. Dann bin ich in eine große Not gekommen und muss mir Hilfe holen. Na? Viele würden sagen, Jörg, du spinnst, aber es ist so, es ist die Wahrheit. Gott sagt es hier in seinem Wort und es ist wahr. Deswegen, also lass uns nicht darauf hoffen, lass uns nicht danach ausstrecken, dass wir irgendwie so einen krassen, schnellen Gewinn machen sondern lass uns organisch, wir sind ja auch geistlich gesehen. Ne? Es, kann, es gibt Gemeinden, christliche Gemeinden, die so etwas erlebt haben, so einen krassen Boom. Und plötzlich sind Tausende von Menschen in einer Gemeinde. Aber es, ganz schnell geht das Ganze unter, das ganze Schiff unter, weil sie überhaupt nicht klarkommen mit dieser ganzen Situation. Na? Lass uns lieber danach suchen, auch in unserem Leben. Lass uns danach suchen, dass Gott uns organisch langsam wachsen lässt. Das ist das Natürliche, das ist das Normale, dass eine Pflanze langsam wächst. Ein, klein, ein kleiner Baum wird nicht in einem Sommer, äh, ein, ein kleines Pflänzlein wird nicht in einem, in einem Sommer zum Baum. Na, wie, wie bei... Ähm, na egal, das lasse ich weg. <laughs> ähm, nein, das organische Wachstum ist das, was Gott gegeben hat in seiner Schöpfung. Und das ist etwas Gutes, nicht danach zu streben, so schnell wie möglich, so groß und stark wie möglich zu werden, sondern lass es langsam angehen. Gott hat Zeit und wir haben auch Zeit. Vers 22, sage nicht, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, so wird er dich retten. Da springen wir einmal zu Römer 12, Vers 17. Da steht Folgendes, vergeltet niemand Böses mit Bösem, sagt. Paulus zur Gemeinde, zu den Erlösten, zu denen, die Vergebung empfangen haben von Gott, denen, auf die Gott zornig war, aber denen Gott vergeben hat. Er hat nicht sein Gericht über uns kommen lassen, sondern über seinen Sohn. Und uns sagt er jetzt, die wir, denen nicht vergolten worden ist nach ihren Sünden, sondern die Vergebung empfangen haben, uns sagt er, macht das doch bitte auch mit den anderen nicht so. Ist das denn zu viel verlangt von Gott? Dass wir einfach das, was wir selbst empfangen, an andere weitergeben? Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Gott sagt: Du bist zornig, du möchtest Rache und Vergeltung? Das ist okay. Aber es gibt ein Prinzip, ich bin derjenige, der richtet, ich bin derjenige, der Vergeltung übt, du bist es nicht. Warum nicht? Weil ich ungerecht bin. In meinem Zorn bin ich ungerecht. In meinem Zorn bin ich verletzt und subjektiv. Und ich bin auch so beschränkt in meiner Wahrnehmung. Ich durchschaue nicht, warum hat er das getan. Was hat ihn dazu gebracht? Was hat ihn dazu geführt? Vielleicht bin ich vollkommen ungerecht in meinem Zorn. Und Gott sagt, ich bin aber gerecht. Ich durchschaue alles, ich durchschaue die Motivation, ich durchschaue, wie die Dinge abgelaufen sind. Ich weiß ganz genau. Überlass es doch mir, dass ich richte. Okay, gut, Gott. Ich vertraue dir, du wirst es richtig richten. Ich enthalte mich, ich werde keine Rache üben. Das ist ein erster wichtiger Schritt, Geschwister. Gott zu vertrauen, ihm die Ehre zu geben, dass er der Richter ist, aber dann auch weiterzugehen. Vers 20, ein Zitat aus den Sprüchen. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Was auch immer das heißen mag, werden wir noch zu kommen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also deine Sache ist es, Gutes zu tun, nicht mehr Böses zu tun. Und du kannst ein Überwinder des Bösen sein, dadurch, dass du Gutes tust. Du kannst durch die Liebe zu deinem Feind, Feind Feindschaft überwinden. Du kannst durch Gnade und Vergebung kannst du Menschen zum Frieden führen und kannst Frieden stiften. Es heißt nicht, Gott sagt hier nicht, dass es immer gelingen wird. Aber du sollst das tun, was an dir liegt. Und wenn du das getan hast, dann sollst du nicht hinterher sagen: So, jetzt habe ich genug getan, um im Frieden zu leben, jetzt gebe ich Ihnen eins aber drauf. Nein. Wenn jemand nicht umkehrt, das Friedensangebot, was du ihm machst, die Vergebungsbereitschaft nicht annimmt, dann ist es am Ende sein Problem. Denn er wird sich vor Gott davor verantworten müssen und wird den Zorn Gottes erfahren. Wir bleiben dabei. Wir, unsere Sache ist es nicht zu vergelten. Unsere Sache ist es nicht, zu Rache zu üben. Unsere Sache ist es zu segnen. Unsere Sache ist es, Gott zu vertrauen, dass er gerecht richten wird und dass er uns auch helfen und retten wird, wie es in Vers 22 von Sprüche 20 heißt. Ganz kurz die letzten zwei Verse. Ein Greuel sind für den Herrn zweierlei Gewichtsteine und trügerische Waagschalen sind nicht gut. Das hatten wir schon. Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Vom Herrn sind die Schritte eines Mannes bestimmt. Vieles in unserem Leben haben wir uns nicht selbst ausgesucht. Gott hat es so gefügt, dass ich ich bin, habe ich mir nicht ausgesucht. Wo ich geboren wurde, wann ich geboren wurde und vieles andere in meinem Leben habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Es hat Gott bestimmt. Und es soll mich zur Demut führen. Ich bin nicht der Herr meines Lebens. Es gibt einen anderen, der der Herr des Lebens ist. Ich bin nur der Ton, er ist der Töpfer. Er ist mein Schöpfer. Aber er ist nicht dieses dieses Schicksal, dieses kalte, unbarmherzige Schicksal, was mir irgendwie zufällig irgendein Schicksal zuteilt. Sondern er sagt, ich bin dein Papa. Ich bin ein guter Hirte, willst du mir dein Leben nicht anvertrauen? Und das, diese Entscheidung haben wir, diese Freiheit. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Geschöpfe Gottes, Ebenbilder Gottes und deswegen haben wir Freiheit, uns zu entscheiden. Wollen wir mit Gott gehen oder nicht? Wollen wir Ja zu ihm sagen und mit ihm zusammen durch dieses Leben gehen und ihm unser Leben weihen und ihm mit unserem Leben ihn verherrlichen? Oder wollen wir aufbegehren und sagen, nein, ich suche meinen eigenen Weg, ich will mein eigener Herr sein, ich mache, was ich will, nicht was du willst, Gott? Da müssen wir aber erkennen, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und Gott möchte uns an seine Hand nehmen, er möchte mit uns gehen, er möchte unser Papa sein, er möchte unser guter Hirte sein. Und er kennt unseren Weg. Wir verstehen unseren Weg nicht. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen nicht, warum so viele Dinge geschehen sind in unserem Leben. Aber Gott sagt uns so: Ich kenne deinen Weg und ich kenne das Ziel deines Weges. Willst du mir nicht vertrauen, dass ich dich ans gute Ziel führe? Gott möchte das so gerne. Danke, Herr, dafür, dass du ja, dass du uns liebst und dass du voller Weisheit bist, Herr. Du Weißt die ganzen Dinge, die wir jetzt gelesen haben, gehört haben. Ich bete, dass du das festmachst in uns, was, was wir gehört haben, was ganz konkret direkt in unser Herz hineingesprochen hat. Hilf du, dass wir es das nicht vergessen. Hilf du, dass wir uns daran erinnern und darüber sprechen und darüber nachdenken und uns ja, miteinander auch austauschen darüber. Hilf du, dass wir. Ja, dass dein Wort das bewirkt in uns, wozu du es ausgesandt hast. Amen.